Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Channel von Error for Computer. Heute sind wir wieder im Advent, wer hätte das gedacht. Ein neues Türchen geht für euch auf, wir haben es wieder 15 Uhr und zwar soll sich das Ganze heute mal um die Windows-Erstinbetriebnahme drehen. Schauen wir mal, auf was ihr so alles achten müsst, auf was ihr achten könnt. Wir gehen das heute mal im Schnelldurchlauf durch und wir fangen einfach mal direkt damit an, dass wir die CD schon in CD-Laufwerk eingelegt haben und von dieser CD gestartet haben. Ich würde sagen, alles weitere nach dem Intro. So, CD ist drin, gestartet haben wir auch. Ich habe jetzt hier noch nichts ausgewählt. Deutsch Deutschland und Deutsch sollte bei euch drinstehen, wenn ihr in Deutschland wohnt. Ansonsten, ihr könnt na klar auch Tastatureingabemethode amerikanisch oder so auswählen, dass da ein paar Tasten vertauscht sind oder so. Dürft ihr einstellen, ich belasse es jetzt einfach so und wir klicken mal auf Weiter. Dann wollen wir Windows installieren, klicken wir auf Jetzt installieren. Startet das Setup. Dann, wir wollen das Ganze nur mal testen, deswegen, ich habe keinen Produktschlüssel. Ansonsten, wenn ihr einen Produktschlüssel habt, gebt ihr den ein. Heutzutage ist es teilweise auch schon so, dass der Produktschlüssel automatisch erkannt wird, weil der einfach mit dem BIOS oder mit dem Mainboard verkoppelt ist, in dem Chip eingespeichert ist. Und deswegen müsst ihr ihn teilweise nicht mehr eingeben. In dem Fall, weil es eine virtuelle Maschine ist, werde ich nach dem Produktschlüssel gefragt. Ich habe aber keinen, deswegen Trick Nummer 1. Dann kann ich hier auswählen, was ich installieren will. Weil ich mir die aktuelle Windows 10 ISO von der Microsoft Website runtergeladen habe. Da gibt es so ein Media Creation Tool, das man sich runterladen kann. Einfach auf Google Windows 10 ISO suchen. Dann kriegt ihr dieses Media Creation Tool. Dann könnt ihr sagen, was ihr installieren wollt, welches Betriebssystem. Habe ich gesagt, Windows 10, Deutsch 64-Bit. Dann hat er mir das runtergeladen. Dann hatte ich die ISO und konnte hier in meine virtuelle Maschine einbinden. Ihr könnt die ISO-Dateien dann klar auch auf eine CD brennen oder DVD. Gut, heutzutage macht man das eher nicht mehr. Man nimmt eher einen USB-Stick und installiert es zum Beispiel mit Rufus auf den, aber das an einem anderen Mal. So, wir wählen jetzt hier Windows 10 Pro aus, weil wir das jetzt einfach mal testen wollen. Klicken auf Weiter. Akzeptieren die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wählen hier Benutzer definiert aus. Nehmen hier die Festplatte mit 50 Gig, klicken auf Weiter und lassen dieses Setup einmal durchrennen. Eine Anmeldung hier, etwas WLAN da und schon ist dein PC betriebsklar. Du kannst deine Stimme oder die Tastatur verwenden. Wenn ich nichts sagen soll, kannst du deinen PC einfach stumm schalten. Wenn Sie eine unterstützende Sprachausgabe benötigen, drücken Sie gleichzeitig die Windows, die STRG und die Eingabetaste, um die Sprachausgabe zu aktivieren. Das war's auch schon mit der Einführung. Lass uns loslegen. Deine Region ist auf Deutschland festgelegt. Ist das richtig? Ja. Ja. Gut, die kann mich in der virtuellen Maschine nicht hören, bin ich froh. Sprachmodus ein. Cortana, ich habe sie noch nie genutzt. Wenn ihr ein Video mal drüber haben wollt, befasse ich mich mal ein bisschen mit Cortana. Aber gut, machen wir ohne Cortana weiter. Dass die jetzt aber am Anfang so auf einmal mit mir redet, hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch nie. Finde ich aber mittlerweile richtig schön. Wer Cortana nutzen will, kann sie nutzen. Dafür ist sie ja da. Ansonsten, wir machen jetzt einfach mal ohne Cortana weiter. Klar, wir wollen Deutschland auswählen. Ist klar, haben wir eigentlich schon vorher schon festgelegt. Wir haben ein deutsches Tastaturlayout, klar. Ganz normale Tastatur. Wir wollen kein weiteres Layout hinzufügen, weil wir sind... Also, ich gehe jetzt mal von den ganz normalen Zuschauern aus. Wir haben eine deutsche Tastatur, wir wollen ein deutsches Layout und nichts anderes. Ein amerikanisches Tastaturlayout brauchen wir nicht. Also, überspringen. Jetzt sucht Windows automatisch nach Updates. Finde ich nicht schlecht, weil es gab mittlerweile mehrere große, ich glaube drei große Windows 10 Updates.
Die letzten zwei waren zum Beispiel 17.03 und 17.09. 17.09 war dieses Fall Creators Update, was nochmal viele nützliche Neuerungen gebracht hat. 17.03 hat zum Beispiel den Xbox-Modus mitgebracht. Und wir können jetzt hier weitermachen. Ich habe jetzt gut eine Überleitung gebracht. Welche Einrichtung möchten Sie durchführen? Ich möchte es nicht für meine Organisation einrichten. Da gehen mir viele Einstellungen verloren, sondern ich klicke immer hier auf für die persönliche Einrichtung verwenden. Klicke dann auf Weiter. Hier kommt jetzt so diese ekelhafte Stelle. Will ich meinen PC wirklich zwanghaft mit einem Microsoft-Konto verbinden? Oder will ich lieber ein Offline-Konto anlegen? Dadurch, dass ich nicht der Fan bin von diesem kompletten Vernetzen, vor allem nicht nach Amerika, will ich hier immer Offline-Konto. Und wie man es von Windows XP, Vista, Windows 7 und eventuell noch Windows 8 kennt, kann man hier ein Offline-Konto anmelden. Hier will ich Nein. Jetzt kann ich hier meinen Namen angeben. Ich will jetzt einfach mal hier den Namen des YouTube-Channels. Kann hier ein Kennwort ergeben, Kennwort eingeben, will ich jetzt aber nicht. Überspringen wir das Ganze. Soll Cortana ihre persönliche Assistentin werden? Ich deaktiviere das immer, weil ich das nicht brauche. Und dann hier Datenschutzeinstellungen. Hier deaktiviere ich erstmal grundlegend alles, weil ich will keine Spracherkennung, ich will die Position nicht weitergeben, ich will keine Diagnose, ich will keine relevanten Werbeanzeigen und sonstiges will ich auch nicht. Gehe ich auf Weiter. Kommt nochmal Cortana. Und nun haben wir Windows eigentlich an sich installiert, wie wir jetzt gleich sehen werden. War der erste Teil schon mal nicht schwer. Windows wird jetzt funktionieren. Wenn ihr Glück habt, wird eure Netzwerkkarte auch von Anfang an erkannt. Ansonsten liegt bei eurem PC, Mainboard, Grafikkarte etc. pp. Immer eine CD dabei, auf der sind eigentlich die aktuellen Treiber gut. Wenn er klar schon Netzwerktreiber dann wenn er klar automatisch dann schon Netzwerktreiber installiert hat, der kann dann direkt auf nvidia.com amd.de gehen oder einfach auf Google nach den aktuellen Treibern suchen für seinen PC und kann den PC dann auch ohne Probleme nutzen, nachdem die Treiber installiert sind. Und das war's jetzt eigentlich für den heutigen Teil. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir werden jetzt gleich nochmal auf den Desktop kommen und dann sind wir auch mit diesem Video für heute fertig und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Los geht's! Genau, da haben wir unser Windows installiert. Wir können jetzt noch unsere Gasterweiterungen installieren. Also unsere Treiber-CD installieren und dann haben wir das Ganze auch geschafft. Bis morgen!